Die Arbeitslosenquote fällt im Monat Februar leicht auf 6%. Dies berichtete die Arbeitsagentur auf ihrer monatlichen Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch. Demnach sind in der Region Ostbrandenburg derzeit 13.542 Menschen arbeitslos gemeldet. Dies sind 235 weniger als im Vormonat Januar und 2083 weniger als im Februar 2021. Eine erfreuliche Entwicklung: Der Arbeitsmarkt scheint die letzten Corona-Schmerzen überstanden zu haben, so Jochen Freier, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt-Oder. Und auch der typische Anstieg der Arbeitslosigkeit im Dezember, im Januar hat sich jetzt schon wieder in einen Abbau umgemünzt. Das heißt, in Ostbrandenburg waren gut 200 Personen weniger arbeitslos als im Januar. Ja, die Arbeitgeber halten an ihren Mitarbeitern fest. Also der Zugang aus Beschäftigung war sehr niedrig, auch niedriger als im vorigen Jahr. Es wurde auch zunehmend eingestellt und wir haben schon sehr, sehr viele offene Stellen fürs Frühjahr gemeldet bekommen. Fast 1000 quer durch alle Bereiche. Also im Februar war die Situation prima. Weiterhin positiv, zumindest mit Blick auf die verfügbaren Ausbildungsstellen, zeigt sich der Markt für offene Lehrstellen. So gibt es weiterhin mehr offene Stellen als Bewerber. Um den jungen Berufsanfängern den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern, werden im März erneut Online-Angebote eingerichtet, um Orientierung und Perspektiven aufzuzeigen. Verbessert haben sich die Chancen für junge Menschen mit Beeinträchtigung, um auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Insgesamt hat sich die Chance für junge Menschen mit Einschränkungen in den letzten Jahren verbessert, weil junge Menschen zunehmend gesucht werden. Das war vor 10 Jahren noch völlig anders. Da haben ja nur die Besten, die Leistungsstärksten einer Ausbildungsstelle auf dem freien Markt gefunden. Zunehmend sind Arbeitgeber kompromissbereit, einfach aus der Not heraus, aber natürlich auch, weil wir weiterhin intensiv unterstützen durch Gespräche, durch Appelle und auch durch Geld, auch die Inklusion in der betrieblichen Ausbildung voranzubringen. Da helfen auch viele, viele andere mit. Ja, und das ist und bleibt aber trotzdem wichtig, auch wenn es etwas besser geworden ist. Positiv blickt die Agentur für Arbeit für die Region Ostbrandenburg auf den ab Herbst erhöhten Mindestlohn. Auch wenn es einzelne Branchen schwerer haben werden, diesen zu zahlen. Ich gehe davon aus, dass die geplante Steigerung des Mindestlohnes auf 12 Euro im Herbst von dem regionalen Arbeitsmarkt hier in Ostbrandenburg gut weggesteckt werden kann. Mir ist bewusst, und da mache ich mir schon Gedanken, dass es für einzelne Unternehmen, gerade wenn sie margenschwach sind und einen hohen Personalkostenblock innerhalb ihrer Kosten haben, eine echte Herausforderung sein wird, weil der Sprung viel höher ist als bei den letzten Steigerungen. Aber insgesamt wird er nach meiner Schätzung allein in den Landkreisen Märkisch-Oderland, Oder-Spree und der Stadt Frankfurt über 20.000 Beschäftigten zu einem zum Teil spürbar höheren Einkommen verhelfen. Und gerade in der jetzigen Situation steigender Preise ist das, glaube ich, auch eine besonders wichtige Entwicklung. Ja, und da wir insgesamt eher einen Stellenüberhang haben, also mehr Personal gesucht wird, wird der Arbeitsmarkt das auch insgesamt gut wegstecken. In der Stadt Frankfurt-Oder waren im Februar 2.202 Menschen arbeitslos gemeldet. 280 weniger als im Vorjahr. Die Quote beträgt demnach 7,6%. 471 Stellen sind in der Oderstadt derzeit als vakant gemeldet. In der gesamten Region Ostbrandenburg sind es 3.385 Stellen. Immerhin 225 mehr als im Vormonat Januar.